Hallo zusammen, mein Name ist Jason Weske und ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu Lara Croft Go. Wir befinden uns ziemlich am Ende. Ich habe ja die Vermutung, dass das Spiel bald durch ist. Ich hoffe, ich täusche mich, weil es wirklich Spaß macht und weil sie wirklich noch einiges machen könnten. Stichwort Riesenspinne, Riesenechse, Geister. Aber wir werden sehen. Okay. Eins, zwei, drei, vier. Oh, das ist mies. Das ist gemein. Ich finde das ja cool, wie die Höhle mit ihrem Zusammensturz ganz geduldig wartet, bis ich draußen bin. Wenn ich jetzt hier 2 Stunden rumstehe und pausiert, dann bröckelt es 2 Stunden lang vor sich hin. Das finde ich wirklich cool. Ist nett von der Höhle. Okay, wie mache ich das am besten? Collectible? Ja, verdammt! Ein weiteres Catsuit. Catwoman? Interessant. Oh, ich muss. Oh, verdammt. Zwei. Drei. Thank you.
4, 5, 6. Aber das tötet mich. Ja, eben. Eins, zwei, drei, na geht doch. Brösel, Brösel, Brösel. Platsch. Dachte ich's mir doch. Ich war wirklich kurz vor dem Ende. Abschließende Worte. Hat mir gefallen. Hätte ich zuerst nicht erwartet, so von den Screenshots her und dann mit dem. Ja, die Screenshots zeigen ja, der Grafikstil ist nicht der beste, der modernste, der schönste. Es sah halt aus, als wäre es ein Lara Croft Mobile Handy Game. So sah es aus. Und das eben für PS4. Aber ich muss sagen, der Grafikstil hatte seine schönen Seiten. Die Umgebung, die Musik ist super. Die Gegner waren cool, in Verbindung mit den Rätseln, die schwerer geworden sind, fand ich auch sehr cool. Was ich schade finde, man hätte durchaus noch eine Riesenspinne und eine Riesenechse machen können. Und wie gesagt, Geisterschlüssel, vielleicht noch ein Geist, man hätte viel mehr machen können. Ansonsten finde ich das Spiel wirklich klasse.
es ist halt einfach zu kurz. Aber so kann ich mich echt nicht beschweren. Mit den Collectibles hat man auch zusätzliche Motivation, vielleicht auch nochmal zum Durchspielen. Sind auch nicht alle allzu leicht versteckt. Wie ihr gesehen habt, ich habe viele gefunden, aber ich habe kaum was komplett eingesammelt. Am Schluss die Topase, die gelben Steine und diese Kette. Aber sonst müsste man da echt nochmal suchen. Der strategische Aspekt macht auf jeden Fall eine Menge Spaß. Mit allem, was dazugehört, mit Schlangen, Spinnen, mit den Schlangen, die einfach nur da sitzen, mit den, die man dann von der Seite oder von hinten angreifen muss, mit den Echsen, die dich verfolgen, mit den Spinnen, die ihre Routen abgehen, haben sie Angst vor Feuer, dazu die Rätsel mit den Schaltern und ja. Ich fand's auf jeden Fall cool. Das ist von den gleichen Leuten, die auch Hitman Go gemacht haben. Ich bin eigentlich absolut kein Hitman-Fan, aber nach dem Erlebnis werde ich mir Hitman Go auf jeden Fall mal anschauen. Ja. Was gäbe es ansonsten noch zu sagen? Nicht mehr allzu viel. Dann schauen wir uns einfach mal die Credits an und schauen in die beiden Kostüme mal rein, die ich freigeschaltet habe. Vielleicht wird noch mehr freigeschaltet gegen Ende. Ich weiß es nicht. Sehen wir gleich. Die Atmosphäre ist auf jeden Fall cool. Mit der Musik, mit dem Grafikstil. Gefällt mir sehr. Gemacht mit Unity. Okay. Man kann anscheinend sehen, wie viel Zeug in jedem Level rumliegt. Das ist sehr cool. Das ist wirklich sehr cool. So weiß man wenigstens, worauf man sich konzentrieren muss. Auf welchen Levelabschnitt. Und wie ihr seht, ich hab immer nur ein paar verpasst. Immer nur ein paar. Ich habe wirklich viel gefunden auch. Ich habe ganz vergessen, es gibt zwei neue Abenteuer zum Spielen. Die habe ich komplett verplant. Die schauen wir uns gleich noch an, nachdem wir uns die Kostüme reingezogen haben. Hitman, Deus Ex, Just Cause, Classic. Classic Catsuit. Okay.
Gut, dann hier 18 von 19, 31 von 32, 15 von 17. Bin sehr gespannt, was uns jetzt noch erwartet. Wir empfehlen eindringlich, dass du die vorherigen Kapitel abschließt, bevor du dieses Abenteuer beginnst. Habe ich getan. Erinnert mich instant an The Descent, wer den Horrorfilm vielleicht kennt, in der Höhle mit diesen menschenartigen Viechern. Cooler Film, muss ich sagen. Allein die Atmosphäre ist super. Was haben wir da? Feuerschlangen? Fragezeichen. What? Okay, das ist unerwartet, aber verdammt cool. Das weiß ich schon, Spiel. Das ist lieb von dir, aber das weiß ich bereits. Ah, okay. Die Trophäe war anscheinend nie für das normale Abenteuer gedacht. Okay. Feuerschlangen
fürchten Feuer. Das ist interessant. Zulassen, dass die hier zurückweicht, sonst komme ich nicht weiter. Genau das darf eben nicht passieren.
Ich denke, es ist unvermeidlich, dass sie auf diesen Punkt hier kommt. Aber die Säule muss dahin. Dessen bin ich mir sicher. Die Frage ist nur, wie komme ich darüber? Ja, das tötet mich. Eins, zwei, drei, vier. Nach vier Zügen sind sie wieder komplett. Das wäre mein Tod.
Ich muss dahin, um die Schlange mit dem Speer zu töten. Okay. Sie hat sich jetzt allerdings wieder regeneriert. Gut wäre also, wenn ich näher an ihr dran wäre. Das heißt, ich sollte vielleicht die hier töten. Eins, zwei, drei, vier. Nee, geht auch nicht. Na gut, Leute, wir machen beim nächsten Mal weiter. Bis dann.